weg. Obwohl, ich dachte so. Regeneration, Nahkampf, Angriff und Verteidigung. Ja, das ist aber nur Schwert. Ich bräuchte Dings. Pi ausweichen, Schwachpunkt anvisieren, Munition. Achso, das ist die, okay. Ich suche halt immer noch nach einem Set für Tonfass. Was am besten auch noch Dings. Leichte Rüstung ist. Bisher habe ich leider gar nichts in die Richtung gefunden. Ich habe ganz viel Schwertmeister-Kram, aber das hat leider ein Schwertset. Gott, ich war ja bescheuert bei. So, haben wir hier irgendwas Besseres? Oh, die sind beide nett. Wir sind bald durch. Bald. Okay. Oh, das war genug für ein Level. Oh nein, jetzt habe ich wieder diese scheiß Cape Chest, die ich nachher wieder ändern muss. Ich hasse die Cape Chest. Wo ist meine Fächen hin? Capes sehen halt einfach falsch aus in diesem Spiel. Absolut. Ich kann so nicht arbeiten. Das ist auch irgendwie nur so ein Pseudo-Shortcut, oder? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, du gehst da runter und ich vermute mal, eigentlich geht's hier weiter. Lord Nobunaga. It seems that she and Lord Katsui are preparing to make their last stand in the castle keep. Nett. Aber interessanterweise scheint das nicht der Boss zu sein.
Das heißt, ich kann den definitiv rauslocken. Das hier ist gar nichts, ne? Ne. This is absolutely nothing. So. Dude, ich bin gerade zu blöd, den Konter zu drücken. Das war aus all den falschen Gründen stressig. Ich weiß noch nicht, ob ich das Rad behalte. Das weiß ich nicht. Der eine Hit sei ihm gegönnt. Und der Schrein ist unter mir, ne? Ist hier vielleicht noch irgendein Shortcut, den ich noch nicht gesehen habe? Maybe hier drüben? Man könnte es Shortcut nennen oder fucking Trap. Bin ich? You mother... Thank you.
ich habe es gerade gemerkt, dass die Glocke temporär das Yokai-Reich so für eine kurze Sekunde aufgehoben hat. Ich war halt auch dezent verwirrt. Ich frage mich halt einfach gerade nur, wo ich bin. Das ist gerade so mein Hauptproblem. Hi. Die gebenen Seeenker? Interessant. Da bin ich runtergefallen. Gut vorstellen, dass der nur Passiv-Stats bringt. Weil ich bin auch ehrlich gesagt kein Fan davon, dass ich jetzt quasi drei Dinger habe. Ich habe schon nicht genug Anima, um mit zweien klarzukommen. Und jetzt soll ich mit dreien klarkommen? Das ist ein bisschen heftig. Ist einfach, die Kosten von den Dingern werden ja auch nicht weniger. Ach, hier bin ich. Okay. Noch ein Shortcut. Der ist wo? Quasi hier raus und dann hier hoch, okay. Ach nee, ich will es nicht beten. So sehr ich auch die Seelenkerne reinigen will, damit ich die behalte, aber dann respawnt alles, das ist ein bisschen nervig. Möchtest du nicht hier, guck mal hier, so ein geiles Schwert. Und hältst du davon? Habe ich gerade eine Spiegelklinge? Ich bin blind. Seilschneider, Spiegelklinge. Okay, nevermind. Ich dachte, das ist eine Yokai-Waffe. Okay, aber jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich hier reinkomme. Außer von unten. Aber hier unten war ich da gerade. Hier ist nichts, hier ist das Bad. Da ist nichts. Hier kannst du nicht lang. Das macht auch nichts.
Ihr müsst quasi eine Etage höher. Wait, what? Aber sehe ich gerade einen Weg und bin dumm? Das ist der Shortcut. Da geht's runter, da geht's nicht weiter. Hier müsst's weitergehen, muss von der anderen Seite geöffnet werden. Das heißt, durch den Raum. Nach oben. Where once I heard the toll of our hallowed bells, only silence. Soon it will be our turn to fall. Ja, dann ist es ja quasi hier, ne? Ja, da hinten geht's weiter. Ich habe halt jetzt immer so eine Hesitation, irgendeinen Finger oben am Trigger zu lassen. Was mich extrem anfuckt. Okay, was macht der eine Kern? Positive Effekte kopieren. Weißt du was? Wir nehmen den mit, anstatt den Radmönch. Weil Passiven sind definitiv immer mehr wert als alles andere. Jetzt seid ihr natürlich alle respawned. Wenigstens ist der Ram hier nicht respawned. Ich muss es ausprobieren, einfach weil. Achso, ich habe nur explosiv. Ja, sure. Mäh. Was halt richtig gut ist, ist der Hammer. Der Hammer ist richtig nice. Das hier ist halt nicht mal ein Shortcut.
Das ist einfach nur ein Weg zurück. Oh, warte, ich komme nicht vor die Tür. Ich verstehe es nicht. Nee. Keine Ahnung, was er das soll. Ach, ich muss da durch. I can't bring myself to bear arms. I guess it's game of combat. Au. Du bist verbrannt. Dieses Level macht mich wahnsinnig. Das gesamte Level im Kreis um diesen Mittelpunkt aufgebaut. Ticket nirgendwo hin. Andere Seite. Boss Fight? Know that I serve Lord Tokichiro. Now I'm afraid you must die. Ach, muss ich das? Ich dachte, da kommt irgendwas zum Kontern, aber da kommen einfach nur ein paar Feuerbälle. Gut. Ich dachte, er macht da noch ein Feuer ab. Er macht jetzt so Feuerbälle und dann charge da auf mich zu oder so. Ne? Nichts dergleichen. Hier lang. Lieber Attacken, die 3 Jahre Tracking haben. Also auf meinem Screen hat es so keine Ausdauer mehr, aber gut. Hat halt noch 0,1 gefehlt, ja. Okay. Weißt du, was das Spiel so viel angenehmer machen würde, wenn du actually iframes beim Dodgen hättest? Das wird das Spiel so viel spielbarer machen in meinen Augen.
nice Punish. Ich mag sein Moveset gar nicht, Alter. Holy fuck. Och, come on. Ich dodge doch zur Seite. Oh, warum hast du nicht einen einzigen Iframe? Du hast nicht einen Iframe und immer wenn du dodgst, ist gefühlt die ganze Area, wo du dodgst, einfach nur eine riesen Hitbox. Das Problem ist halt, dass so Balls wie Tonfas, die quasi... Ich meine, du kannst auch mit Tonfas blocken, ja, aber ich finde... Dodgen macht halt viel mehr Sinn damit, aber nein. Zerstör halt vollkommen Tonfa-Balls, ist okay. Andere Idee. Ja, er hat halt ganz klar den Reichweitenvorteil, plus ich kenne dann seinen Moveset nicht. Ich will ja nichts sagen, aber der hat gerade dreimal durch meinen Parry durchgehauen. Plus mein Feral Dodge ignoriert. Unblockable. Sure. Was ist das für ein Move, Alter? Er bewegt seinen Speer 1 Millimeter und ich krieg 8000 Schaden, oder was? Ich find's halt einfach schön, dass du ihn nicht parieren kannst. Das kotzt mich schon am meisten an. Da krieg ich jetzt schon wieder Kotzbeins. Wofür sind Parries im Game, wenn die bei Bossen einfach nicht funktionieren?